Den Anlegern ist an den Börsen gerade sehr unwohl und diesmal haben sie dafür auch einen guten Grund. Die US-Zinsen, die steigen deutlich und das trifft ja gleichzeitig auf hohe Bewertungen am Aktienmarkt. Was heißt das? Auf was müssen wir uns jetzt gefasst machen? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Wir sind immer noch in der guten Marktphase, das mal voraus. Die letzten Jahre lief es sowieso auch großartig. Trotz Corona-Krise bekanntermaßen. Es gab billiges Geld, niedrige Zinsen und dadurch auch keine echte Alternative eben zu Aktien und zu anderen Sachwerten. Nur, dass man die ganze Zeit über natürlich schon gewusst hat, dass das vielleicht auch irgendwann mal nicht mehr so läuft, dass die Zinsen auch mal wieder steigen könnten. Und damit sind wir jetzt eben ein bisschen konfrontiert, vor allem an der Weltleitbörse, den USA. Und man hat eben das Gefühl auch, dass das dem Aktienmarkt nicht gut tut. Das sind die Zinsen auf US-Staatsanleihen mit 10 Jahren Laufzeit. So war es im letzten halben Jahr. Es geht da eigentlich unerbittlich nach oben. Vor einem halben Jahr waren wir noch bei 1,2% Zins, diese Woche waren wir in der Spitze bei 1,86%. Und signifikant war jetzt vor allem der schnelle Anstieg in den letzten 4 Wochen. Mitte Dezember eben noch bei 1,4%, jetzt wie gesagt 1,85% ungefähr, neues Zweijahreshoch bei den Zinsen. Und das hat man an den Börsen schon gemerkt. Die Volatilität steigt jetzt und man merkt es auch am Stimmungsbild natürlich. Also vielen Anlegern schlottern jetzt schon die Knie und viele fragen sich eben auch, was das jetzt mit der Rallye, muss ich jetzt verkaufen? Und hier haben wir das Ganze nochmal auf 2 Jahre bei den Zinsen, also Anfang 2020, der Corona-Crash, auch bei den Zinsen. Darauf folgt dann aber schnell die Erkenntnis, dass die Fed das Geld wieder billig macht, die Aktienmärkte ziehen schnell wieder an, obwohl, wie wir hier sehen, die Zinsen ab Sommer 2020 ja auch schon wieder steigen, obwohl wir von August 2020 bis März 2021 auch schon einen starken Zinsanstieg haben, bis auch auf fast 1,8%. Nur damals hat es die Börsen eben nicht gejuckt. Hier der breite S&P 500 Index, der ist damals mit den Zinsen gestiegen und zwar auch genau in diesem Zeitraum, nicht gegenläufig. Und das zeigt uns einiges. Hier eben nochmal die Zinsen. Erstens, es ist nicht so in den USA, dass die Fed die Marktzinsen wirklich die ganze Zeit über komplett an den Boden gedrückt hat. Es gibt also da schon noch Spielraum. Zweitens, die Zinsen haben im Sommer nochmal korrigiert, weil man sich plötzlich eher Sorgen gemacht hat um das Wachstum wegen der Lieferketten und so, als um die Inflation. Und drittens, steigende Zinsen heißt eben nicht automatisch, dass die Aktienmärkte fallen. Also stellt sich die Frage, ist diesmal irgendwas anders, als es letzten Sommer war? Jeder weiß natürlich, relativ zur Inflation sind auch diese 1,85% Zins im Moment nicht das angemessene Niveau, auch wenn die viel höher sind als in der Eurozone, ist klar. Aber die US-Inflation, die war im Dezember bei 7% auf einem 40-Jahres-Hoch. Die Realzinsen sind also tiefrot. Und am Markt hat man heute, anders als im Sommer, das Gefühl, dass die US-Notenbank darauf jetzt eben auch reagieren muss und auch reagieren wird. Im Sommer, da hat man noch gedacht, die Fed wird da nicht viel machen. Sie hat das Ganze ja auch als vorübergehend erklärt mit der Inflation. Und das tut sie eben nicht mehr. Jetzt rechnet man schon mit 4 Leitzinserhöhungen dieses Jahr und das ist schon ein Unterschied. Auch das ist eigentlich zu wenig. Aber warum hat der Bondmarkt auf diese sehr hohe Inflation nicht schon viel früher stärker reagiert? Genauso wenig wie ja der Aktienmarkt. Weil man sich einfach gern einlullen lässt, weil man gesagt hat, schauen wir doch erstmal, wie sich's entwickelt und vor allem schauen wir doch erstmal, was die Fed macht. Und solange die nichts macht, ist es für uns auch kein Thema. Die Inflation war also allen ziemlich egal. Wichtig war vermeintlich nur, reagiert die Notenbank auf diese Inflation.
Ich habe hier vor ein paar Wochen ja meinen Jahresausblick gemacht und da habe ich gesagt, ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass der Inflationsdruck dieses Jahr doch nachlassen wird und dass das Wachstum wahrscheinlich auch ein bisschen besser wird als erwartet. Muss ich das heute jetzt schon wieder revidieren? Ich tue es noch nicht, ich glaube das eigentlich immer noch. Das heißt aber nicht, und das habe ich auch gesagt, dass uns das kurzfristig was hilft, weil der Inflationsdruck, der muss ja jetzt nicht gleich morgen nachlassen. Und solange er das aber nicht tut, da spreizt sich dieses negative Szenario natürlich weiter auf jetzt erstmal. Wichtig ist aber auch eins: Am Aktienmarkt, zumindest in den USA, da weiß man schon, dass nicht jeder Zinsanstieg gleich der Weltuntergang ist, sondern er ist meistens eine ganz normale Begleiterscheinung auch einer Konjunkturerholung, die man sich ja auch wünscht als Anleger. Und wenn die sich abzeichnet, dann steckt man steigende Zinsen auch erstmal weg. Zum Beispiel nach der Finanzkrise, da ist der US-Aktienmarkt ja durchgehend gestiegen eigentlich, obwohl die Zinsen auch gestiegen sind. Hier wieder die 10-jährigen Staatsanleihen, die Zinsen, diesmal seit der Finanzkrise, die sind kurz danach sogar stark gestiegen auf über 4%. Bis man dann eben gemerkt hat, der große Inflationsschub, den man vielleicht befürchtet hat, der kommt jetzt doch nicht. Und die Leitzinserhöhung, die erste, ist ja dann auch ewig lang nicht gekommen. Aber die meiste Zeit waren diese Zinsen eben doch zwischen 2 und 3%. Und trotzdem sind die Börsen gestiegen, sogar die Nasdaq, also auch die Wachstumsaktien. Die Frage ist, gibt es einen Punkt, wo das Ganze dann doch zu viel wird, weil Aktien dann eben relativ zu Bonds nicht mehr attraktiv genug sind und auch weil höhere Zinsen die Wirtschaft ja auch belasten. Also wann ist dann bei steigenden Zinsen die Rallye vorbei? Hier eine Grafik von JP Morgan aus dem Guide to the Markets. Die Wendepunkte jeweils beim S&P 500 Index, als es da dann doch zu viel war mit den Zinsen, mit den Bewertungen oder mit was auch immer. Die Einbrüche 2000, 2008, also in der Finanzkrise, dann die Corona-Krise und dann das Niveau von heute. Ganz rechts sieht man das. Der Index war jetzt zum Jahresende bewertet mit einem KGV von 21, Dividendenrendite war bei 1,4%, nur noch. Dafür die Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen bei 1,5%, heute 1,85%. Im Jahr 2000, vor dem großen Crash, da war das KGV bei 25, Dividendenrendite genauso wie jetzt bei 1,4. Der Riesenunterschied war, dass wir gleichzeitig bei den Staatsanleihen eine Rendite gehabt haben von 6,2%. Die gute alte Zeit. Die Konkurrenz durch die Bondrenditen, die war also viel, viel härter als heute. Allerdings, der Crash danach, der war dann eben auch brutal. Und der Corona-Crash war ein Sonderfall, aber kurz vor der Finanzkrise 2008, da war das KGV mit 15 deutlich niedriger als heute, aber die Zinsen mit 4,7% eben auch schon viel höher. Und das hier ist auch hochinteressant. Die Korrelation zwischen Aktien- und Anleihezinsen in verschiedenen Zeiträumen seit 1965, das auf der Y-Achse und das Zinsniveau auf der X-Achse. Achse, das bestätigt, was man ja irgendwie auch ahnt. Nämlich, solange die Zinsen noch relativ niedrig sind, sind Zinsen und Aktien eher im Gleichlauf. Und je höher die Zinsen sind, desto eher läuft es umgekehrt. Was aber noch interessanter ist, das Niveau, zu dem sich das ändert, das ist zurückgegangen. Von 1965 bis 2009, also bis zur Finanzkrise, war dieser Wendepunkt im Durchschnitt bei 4,5% Zins, danach nur noch bei 3,6%. Also fast ein Prozentpunkt Unterschied. Und ich vertrete die These, dass dieser Wendepunkt heute noch niedriger ist, weil die Bewertungen viel höher sind und weil sich die Wirtschaft ja immer stärker an niedrige Zinsen auch gewöhnt hat und davon abhängig geworden ist. Das sind jetzt die Realzinsen in den letzten 30 Jahren, nicht die Realzinsen, sondern die Zinsen in den letzten 30 Jahren. Die gehen nicht erst zurück seit der Finanzkrise, sondern das ist ein permanenter, tiefgehender Rückgang seit über 30 Jahren.
Ein entscheidender Punkt, Grund natürlich auch für die Aktienmarktrallye. Und mir kann auf der anderen Seite keiner erzählen, dass das die US-Wirtschaft nicht auch abhängig gemacht hat. Ich würde sogar das geflügelte Wort gebrauchen. Die US-Wirtschaft hängt an niedrigen Zinsen wie der Junkie an der Nadel. Mit anderen Worten, dieser Kulminationspunkt, wo hohe Zinsen die Rallye dann endlich abwürgen, der ist wahrscheinlich noch nicht erreicht. Wir haben wahrscheinlich noch Luft nach oben, aber diese Luft wird doch dünner. Und wie ich schon in meinem Ausblick gesagt habe, ich gehe dieses Jahr und nächstes Jahr eben auch von Korrekturen aus, die auch mal härter werden könnten. Und ich gehe außerdem davon auch aus, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn man sein Portfolio auch mal ein bisschen anpasst darauf, in der Tendenz weg von Wachstumsaktien eher hin zu Zyklikern und vor allem eben auch Value-Aktien. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders originell. Und es kann ja auch trotzdem sein, dass der Nasdaq 100 nächsten Monat schon wieder auf einem neuen Allzeithoch ist. Aber trotzdem für die nächsten 2, 3 Jahre vermute ich eben, dass man mit Value-Aktien und sowas besser fährt. Wenn Sie also jetzt noch massiv übergewichtet sind, so in den ganzen FANG-Aktien, die ja eigentlich jetzt MENA heißen sollten oder AMENE oder irgendwie so, weil Google ja jetzt Alphabet heißt und Facebook heißt Meta, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, wo man das ein bisschen anpassen könnte. Wobei das ja, die FANG-Aktien, das sind ja noch die guten Wachstumsaktien, was schon länger unter Druck steht und das auch völlig zu Recht, das ist ja dieser ganze Wahnsinn an Zeugs, das furchtbar gut geklungen hat, wo alle geglaubt haben, damit machen sie jetzt 1000% und kein Mensch hat sich noch in irgendeiner Weise interessiert für Bewertungen. Die Stay-at-Home-Aktien zum Beispiel, so Zoom und TeamViewer oder die ganzen Robinhood-Aktien, Sie erinnern sich, die Meme-Stock. Größtenteils breit abgestürzt und das ist auch gut so. Beziehungsweise das hat eben auch sein Gutes, weil die ganz große Euphorie am Markt, die ist eben doch erstmal weg und die Anleger, die das unbesehen alles kaufen, die sind jetzt auch erstmal weg oder die lecken ihre Wunden und wir haben jetzt erstmal wieder Ernüchterung und das ist für die Börsen eigentlich eher gut. Bitcoin ist auch abgestürzt in 2 Monaten um 25.000 Dollar. Und erwachsene, gut ausgebildete Menschen machen sich jetzt Gedanken darüber, ob das auch im Ernst was damit zu tun hätte, dass die Fed vielleicht die Zinsen anhebt. Da würde ich wirklich sagen, also nur sehr, sehr bedingt. Was klar ist, die Risikoneigung allgemein, die ist natürlich jetzt wirklich zurückgegangen im Zuge dessen, das spüren auch und gerade die Kryptowährungen. Aber letztlich geht es da jetzt hier nicht um 1-2% Zinsunterschied, sondern es geht da jetzt wirklich um die Relevanz von Kryptowährungen und auch um die Daseinsberechtigung von Kryptowährungen. Die wird wirklich in Frage gestellt jetzt und die müssen die jetzt unter Beweis stellen. Es ist so. Und von den 10.000 Kryptowährungen, die wir jetzt angeblich inzwischen schon haben, da bin ich bei mindestens 9.950 nicht besonders optimistisch. Und noch was zum Zinsanstieg. Ich habe schon erwähnt, vor 2 Wochen. Man macht sich ja wegen dieser steigenden Zinsen in den USA auch wieder Sorgen um die Emerging Markets. Die Tapering-Sorgen, dass dadurch eben viel Kapital jetzt abfließen könnte aus den Emerging Markets in den Dollarraum. Und dazu kann ich was Positives melden. Der starke Zinsanstieg in den letzten Wochen, der hat die Schwellenländer Währungen jetzt nicht mehr besonders getroffen, teilweise auch vorher schon stark unter Druck gekommen sind. Aber diese Stabilität in den letzten Wochen, das ist jetzt ein positives Signal. Hier zum Beispiel der brasilianische Real zum Dollar. Seit Sommer schon stark unter Druck, aber jetzt die letzten Wochen, trotz stark gestiegener US-Zinsen, hat er sich sogar leicht erholt. Oder auch der mexikanische Peso, da habe ich mal leider selber den Chart nicht, den habe ich jetzt anderweitig geklaut. Der Peso sieht richtig gut aus seit ein paar Wochen. Wir haben aber in Mexiko natürlich auch schon wieder einen Leitzins von 5,5% und in Brasilien sogar von über 9%. Oder hier China, der Yuan ist zum Dollar am 3-Jahres-Hoch jetzt, obwohl China die Zinsen ja sogar senkt. Also so viel auch mal zur ach so schlimmen Krise und Wachstumsschwäche in China. Am Devisenmarkt merkt man davon jetzt nicht viel.
Und wenn Sie sich für China oder für die Emerging Markets allgemein interessieren oder wenn Sie sich damit in Zukunft mehr beschäftigen wollen, auch dann bin ich sowieso Ihr Mann und dann wird es vielleicht auch mal Zeit, dass Sie hier auch mal endlich meinen Kanal abonnieren, dabei auch die Glocke drücken, dann kriegen Sie nämlich auch angezeigt, wenn neue Videos von mir da sind. Nächste Woche geht es hier zum Beispiel um zwei asiatische Halbleiteraktien, asiatische Halbleiterhersteller, die gerade die Welt unter sich aufteilen, könnte man sagen. Würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder dabei sind. Aber wie auch immer, das, was mit den Schwellenländerwährungen gerade passiert, im Zuge dieser steigenden US-Zinsen oder eben das, was gerade eben ja auch nicht passiert ist die letzten Woche, das ist schon ganz erfreulich und ein positives Signal. Es kann eben sein, dass diese Tapering-Sorgen diesmal doch übertrieben waren und dass die Emerging Markets dann vielleicht doch eine von den größeren positiven Überraschungen werden könnten dieses Jahr. Also kommen Sie gern mit ins Boot hier und schauen sich diese Börsen hier mit mir auch mal genauer an. Alles in allem, summa summarum, in einer Erholungsphase nach einer Krise sind steigende Zinsen nicht zwingend ein Problem. Es gibt in der Erholung immer so einen Wohlfühlkorridor und in dem ist jede Zinsentwicklung eigentlich eine gute Nachricht. Fallende Zinsen sind gut, weil das Geld billig bleibt. Steigende Zinsen sind aber auch gut erstmal, wenn sie die Konjunkturentwicklung abbilden. Nur dieser Wohlfühlkorridor, der wird immer enger, je mehr die Zinsen steigen und je höher die Bewertungen bei den Aktien sind. Und außerdem wird das Wohlgefühl natürlich gerade sowieso ganz erheblich gestört durch die Inflation. Das heißt nicht, dass die Rallye jetzt vorbei sein muss, es heißt aber möglicherweise eben vielleicht doch warm anziehen dieses Jahr, vielleicht auch Cash zurückhalten, damit man Korrekturen eventuell auch nutzen kann und realistisch bleiben. Man kann nicht erwarten, dass immer alles nur nach oben geht. Und vielleicht eben auch, was spekulative Investments betrifft, da ein bisschen Risiko jetzt eben doch rausnehmen, dass man sich bei seinen Aktien, die man hat, jetzt eben stärker ausrichtet wieder an Werthaltigkeit. Eine solide Aktie, die man kauft zu einem guten Preis, die ist eben auch dann werthaltig, wenn der Zins 1, 2 Prozentpunkte höher ist. Und gegebenenfalls eben vielleicht auch weiter streuen, vielleicht ja auch mal mit der einen oder anderen Aktie aus den Emerging Markets. Und da würde ich mich sehr freuen, wie gesagt, natürlich, wenn Sie hier auch Kanalabonnent werden. Dann sehen wir uns nämlich auch öfter in Zukunft. Bis nächste Woche, wenn es hier dann um die zwei asiatischen Halbleiteraktien geht. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.